Hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich habe wirklich Bock auf Medieval Dynasty. Ich habe gehört oder beziehungsweise auch gesehen, dass das Game einige Updates bekommen hat und ich habe es damals schon gefeiert, als es rauskam. Und ich bin jetzt sehr gehypt darauf, wie sich das Spiel entwickelt hat, was man jetzt alles bauen kann, wie schön. Und ihr wisst, gestalterisch bin ich da. Ich gehe da an meine Grenzen, wirklich. Also, das heißt an meine Grenzen. Also ich bin da wirklich, ich hype drauf. Ich hab da Bock drauf. Ich gehe an die Grenzen des Spiels, würde ich sagen. So rum. Und damit, let's go. Wir lassen mal alles auf Standard. Und starten mal in ein neues Game. Wir bauen heute, wir gründen unser eigenes Dorf. Unsere eigene Gemeinschaft, unsere eigene kleine Sektenkommune, sag ich mal. Nee, ist keine Jagdsimulation. Also, theoretisch können wir das auch hier machen. Ja, können wir auch machen. Aber wir sind heute erstmal hier, um die Einstellungen auf etwas weniger als Ultra zu stellen. Hoch. Sagen wir hoch. Ja, naja, er lädt ja noch. Er lädt ja noch. Wir sammeln mal ein paar Zweige. Irgendwo konnte man auch in Third Person stellen. Hier Einstellung anpassen. Bla bla bla. Das kann ich jetzt noch machen. Okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Das kann ich immer noch machen. Verstehe. Ich möchte mal bitte sehen. Tastaturbelegung. Laufmodus ändern. Nee, ja, das verstehe ich schon. Prüfmodus. Kameraperspektive ändern. P. Oh ja, oh, das ist auch neu. Third Person ist neu. Gefällt mir sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall erstmal, sprich mit den Kastellanen. Das heißt, wir müssen Richtung Gastovia, einem Dorf, das es hier schon gibt, müssen wir erstmal mit dem Kastellan sprechen. Was ist das? Ach, das ist Krähe, okay. Ich sammle jetzt zwischendurch noch ein paar Stücke ein. Ey, Third Person gefällt mir in dem Spiel richtig, richtig gut. Muss ich bis jetzt sagen, also da ist er. Nee, pass auf, ich muss ja erstmal lesen, was er zu uns sagt. Diese Augen, ich hätte nie gedacht, dass ich sie wiedersehe. Eines blau wie der Himmel und das andere schwarz wie ein Klumpen Kohle. Nicht wirklich, aber ich habe von ihr gehört, bla bla bla. Ey, ich will jetzt mein Dorf gründen. Ist doch gut. Merkt ihr das, wie ich keinen Bock auf die Quest habe? Okay, Rohstoffe sammeln, ja. So, das klingt doch gut. Ich soll zwei Steine sammeln. Ist ein Stein. Stein gefunden. Gänseblümchen? Das pflück ich auch. Easy way. Löwenzahn, nehme ich alles mit. Loot. Bäumefällen. Ahaha. Ja, das kenne ich auch noch. Das können wir auch gleich mal testen. Im Prinzip müsste ich jetzt über Handarbeit erstmal mir eine Steinaxt herstellen. Das ist aber kein Problem. Das machen wir schnell. So, jetzt haben wir eine Steinaxt. Auf der 1 natürlich. Ja, mein Controller. Er eskaliert. Muss den mal kurz umstellen. Okay, wir haben einen Baum gefällt. Ist das nicht schön? Die Stämme nehme ich natürlich mit. Drei kann ich tragen, gar kein Problem. Und das Wichtigste in diesem Spiel ist eigentlich, einen Spot zu finden, wo man sein schönes Dorf hinsetzt. Dann kann es eigentlich losgehen. Hier vorne im Schilf kann ich Stroh ernten. Sammeln wir das Ried ein. 7 von 32, okay. Ich brauche noch ein bisschen was. Nein, ich will kein Wasser trinken. Genug Wasser getrunken. Neues Level bei Überleben, ja, nice. Also man levelt in dem Spiel auch, indem man tut, was man tut, ne? Also das levelt man dann auch. Ich suche mir jetzt schon mal einen Spot aus für unser Dorf. Wo wäre es denn cool? Also wir brauchen auf jeden Fall Wasser, das ist extrem wichtig. Ist das ein Dachs? Da ist ein Dachs. Lol, komm her, bleib stehen. Komm her, bleiben Sie bitte stehen. Gesundheit.
Es greift mich an. Er greift mich an. Oh mein Gott, ich habe einen Dachs getötet. LOL. Ich brauche ein Messer. Ich brauche ein Messer. Jetzt habe ich kein Messer. Habe ich kein Messer? Ich brauche zwei Steine. Einen habe ich. Noch ein Stein. Was ist ein Stein? Einfach einen Dachs getötet. Inventar. Wo ist denn mein Messer? Ein Messer. Ja, sehr gut. Jetzt häuten wir den Dachs. Nice. Also ein Dachs gab es früher auch noch nicht. Die haben viele Tiere implementiert. Finde ich gut. Glaubt, das gefällt mir, weil es einfach so flach ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach schön flach. Und das heißt, gut für, da sind Adler, gut für Felder und so. Da vorne ist natürlich auch geil. Ja, hier geht so eine kleine Brücke über den Fluss. Das ist nice. Das ist nice. Ich glaube, da können wir, hier können wir unser Dorf errichten. Ich glaube, diesen Fluss feiere ich. Also, wir bauen links und rechts vom Fluss. Finde ich, glaube ich, gut. Gebäude, genau. Häuser. Wir bauen jetzt ein kleines Haus. Und zwar direkt neben den Fluss. Oder? Also wir müssen den Bauhammer ausrüsten. Legen wir mal auf die 3. Okay, hier brauchen wir 8 Holzstämme. Ist ja gar kein Problem. Nehmen wir noch ein bisschen Holz. Später können wir dann einen Holzfäller, also eine Holzfällerhütte bauen, Leute aus den umliegenden Dörfern engagieren, die für uns Holz hacken, also die dann im Prinzip in unserem Dorf mitleben. Und dann wird's richtig krass. Weil wir verwalten, also wir bauen ein Dorf und verwalten das auch. Wir haben Bewohner, die, da müssen wir dann darauf achten, dass die alles haben, dass sie zu trinken haben, dass sie zu essen haben, dass die Feuerholz für den Winter haben und so. Und wenn die da wunschlos glücklich sind und es alles funktioniert und wir Felder haben und die sich selber im Prinzip ihr Essen farmen können und so und unterschiedliche Jobs und so, das wird richtig nice. Ich könnte jetzt die Wand ganz einfach hochziehen, so wie er das haben möchte. Aber ich möchte da eine Holzwand bauen statt einer Flechtwand, weil die Holzwand einfach ein bisschen länger hält. Ich muss dafür zwar sehr viel Holz hacken, aber das lohnt sich, glaube ich. Dass wir einfach sagen, okay, das Haus hier ist ein bisschen für die Ewigkeit, ne? Okay. Muss man Holz hacken. Ich möchte die Bäume hier vorne, die sehen so geil aus, die möchte ich noch nicht fällen. Das erste Haus ist natürlich hier, das dauert alles, ne? Also das zweite Haus wird auch noch dauern. Aber irgendwann, wenn wir Leute haben, die hier arbeiten und so für uns, machen die Nacht durch, damit die Hütte fertig wird. Neues Gebäude freigeschaltet, Materiallager. Okay, 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 cool, cool, cool. Jetzt geht's so langsam los, ne? Jetzt kommen so langsam die Jobs, die man so in einem Dorf erledigen kann. Okay, Hütte fertig. Hütte ist fertig. Wir haben ein Haus errichtet. Nice. Wie können wir jetzt pennen? Hier werde ich erstmal so ein paar Sachen reinpacken. Schön. Unsere Hütte hat einfach kein Fenster. Das hätte ich noch machen sollen. Ja, fensterlose Hütte ist jetzt meine. Weil ich mag es dunkel. Der hat einen Stock im Arsch. Oh mein Gott, sehr nice. Vielleicht jagen wir den Luchs einfach.
Lux ist tot. LOL. Okay. Noch ein. Ist das mein. Das da ich mit dem Stock im Arsch. Wo ist mein Speer? Drüben ist einfach der Elch mit dem Stock im Arsch. Erstmal den Lux häuten. Und irgendwo hier war doch mein Speer. Da. Warum habe ich den Speer nicht mehr auf der 4? Er blutet noch. Er bekommt kontinuierlich Damage. Er hat richtig krass Hämorrhoiden, ne? Seht ihr das? Da kommt immer so ein kleiner Blutspritzer raus. Aus seinem Ass. Er hat schön Hämorrhoiden. Jetzt kriegen wir richtig schön... Ah, zweiten in den Ass? Komm, dreh dich doch mal. Mein Stock ist weg, ne? Aber ich kann ihn jetzt verfolgen. Jetzt krieg ich ihn. Pass auf. Ja, easy peasy. Da steckt der Stock im Po. Elchhäuten. Ich hab ein Elchfell. Das gibt bestimmt richtig viel Kohle auf dem Markt. Krieg ich das Geweih auch? Nee, aber ich habe 22 Fleisch bekommen. Lol. Krass. Kräuter sammeln und so bringt, glaube ich, auch richtig viel Kohle. Also wenn man da auf ein bisschen auf wenn man viele sammelt, so ein bisschen auf Progress geht mit Kräuter sammeln und so. Wir müssen natürlich auch irgendwann jetzt, wenn wir ein Dorf haben, müssen wir natürlich auch Steuern bezahlen. Oder irgendwie hieß das so, Steuern oder Pacht oder so. Weizen, hier liegt Weizen einfach rum. Hat jemand Weizen fallen lassen? Toll. Also diese kleinen Sachen hier, die sind echt nice. Das gab es früher auch nicht, das weiß ich. So, hier sitzen immer Leute. Olaf zum Beispiel, den könnte ich jetzt sagen. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Ja, also den könnte ich jetzt anwerben dafür. Neues freigeschaltet, Jagdhütte. Ja, sehr nice. Die bauen wir gleich mal. Und da können wir dann im Prinzip die ersten Leute einstellen. Ich hätte auch gern eine Holzfällerhütte. Ich glaube, dafür muss ich mehr Holz fällen. Ja, das machen wir gleich mal. Erstmal ziehe ich mir noch ein bisschen was vom gebratenen Fleisch rein. Mit einer Schaufel können wir, glaube ich, auch noch die Stümpfe ausgraben. Aber es wäre, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir auch jemanden einstellen, der für uns Holz hackt. Weil früher war es zumindest so, dass die keine Bäume verbrauchen. Also die Bäume werden nicht gefällt. Die hacken ein bisschen an den Bäumen rum und bringen dann irgendwann Stamm ins Lager. Wäre natürlich gut, damit der Platz um unser Dorf so aussieht, wie er aussieht. Also wir haben jetzt hier zwar wenig Bäume in der Umgebung, aber dass das so ein bisschen hübsch bleibt hier. Materiallager abgeschlossen. Top. So, das ist schon mal sehr gut. Neues Gebäude. Ready? Ist der das nicht in den Slot packt? Verstehe ich nicht. So, Fähigkeiten. Überleben haben wir 2 Punkte.
10% mehr Gesundheit, Überlebenssinn erhöht, erkennen, verstöcken, Stein, Pilzen, Federn, Kräuter und Prüfmodus. Ich glaube, das mache ich. So. Was macht man eigentlich aus Löwenzahn? Wahrscheinlich kann man da irgendwas draus kochen oder brauen oder so. Man bestimmt auch essen. Ah, ich brauche sehr viel mehr Holz. Aber ist kein Ding. Hacke ich hier halt noch ein bisschen was. So, Hütte für den ersten Arbeiter ist ready. Die hat auch Fenster, nicht so wie meine Hütte, die keine Fenster hat. So, was wollte ich noch machen? Eine Hasenfalle, ne? Eine Hasenfalle. Ja, reicht erstmal. Okay, es ist auch früh am Morgen. Wir können nochmal zum Dorf gehen, zum anderen. Und schauen, ob wir da jemanden anwärmen können, der bei uns Holz hackt. Denn wir haben jetzt auch eine Unterkunft für den. Ja. Gut, gehen Sie mal zu meiner Siedlung. So. Olaf. Olaf. Häuser. Einfaches kleines Haus. Dorfbewohner steuern. Welches ist jetzt welches? Achso, das ist das. Da wo, nee, er soll halt einfach. Du sollst in einem anderen Haus leben. Ich möchte nicht, dass du in meinem Haus lebst, in dem es keine. Achso, da wohne ich drin. Gut. In dem es keine Fenster gibt, da wohnst du drin. Axt, okay. Ja, Slot Olaf. Lehrling zuweisen. Lehrlinge, okay. Was? Was es jetzt nicht alles gibt? Hey. Olaf ist unser neues Dorfmitglied. Da ist er. Der gute Olaf. Er ist nicht sehr kompetent. Das sieht man an seinem langsamen Gang, obwohl hier sehr viel zu tun ist. Aber das kriegen wir schon noch hin. Den kriegen wir schon noch zur Arbeit gepeitscht. Der heißt wirklich so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Der heißt wirklich Olaf. Er hatte halt keine Perspektive und dachte so, und ich dachte mir so, als ich den gesehen habe, und er saß so auf so einer Bank in einem Nachbardorf, dachte ich mir so, ja, dem musst du irgendwie, dem Jungen musst du helfen. Ne? Er versucht jetzt gerade, das ist sein Haus da vorne. Das da. Und er richtet das wahrscheinlich jetzt gerade häuslich ein. War bestimmt vorher nochmal bei Ikea oder so. Mal sehen. Vielleicht hat er auch so Sachen. Vielleicht kommt gleich der Umzug, der Umzugkarren hier. Vielleicht hat er auch noch so Sachen von der letzten Wohnung. Aber er sah so aus, als ob er keine Wohnung hat. Sah ein bisschen homeless aus. Ich muss halt selber erstmal was essen. Bevor ich Olaf hier versorgen kann, muss ich selber erstmal demnächst was essen. Hab nämlich nichts mehr. Also ich habe noch eine Hasenfalle da hinten irgendwo, die wird auch gut besucht sein, vermutlich. Da wird was drin sein, eine Hasenfalle. Vielleicht ein Hase. Und dann muss ich Olaf und mir erstmal was Köstliches braten. Sonst fällt mir der Junge vom Fleisch. Vielleicht baue ich auch noch ein paar Hasenfallen mehr. Weil jetzt habe ich Verantwortung. Ich habe jetzt ein Maul mehr zu stopfen. Und Olaf sah hungrig aus. Kennt ihr diese Leute, die essen können und essen und einfach nicht zunehmen? Also die so richtige Müllschlucker sind? So richtige menschliche? Ich glaube, also er kam mir so vor, als ob er so ist. Also in seinen Augen habe ich schon so, seine Gedanken waren eigentlich die ganze Zeit beim Gespräch über mein neues Dorf, waren seine Gedanken eigentlich die ganze Zeit, isst du das noch oder kann ich das haben? Du sollst, Digga, du sollst arbeiten. Er macht mich verrückt. Technologie ist nicht freigeschaltet. Schade. Also in der Truhe ist auf jeden Fall kein Messer mehr. Heißt das jetzt? Ah, okay. Also er hat auf jeden Fall das Messer jetzt gefressen.
Und er kümmert sich schon um Fleisch. Top. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Das wird mein neues Streaming-Projekt, mein neues Videoprojekt. Habt da Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.